Die New England Patriots haben die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und feststellen müssen, dass die Pleite in der Vorwoche gegen Jacksonville kein Ausrutscher gewesen ist. Beim 26:10 Erfolg der Detroit Lions wirkten die Patriots lange Zeit komplett neben der Spur und konnten Detroit defensiv nicht stoppen. Es war angerichtet für das große Wiedersehen zwischen dem langjährigen Defensive-Koordinator der Patriots Matt Patricia und seinem ehemaligen Team. Und wer nach dem schwachen Saisonstart der Lions dachte, dass der alte Schützling vom Lehrmeister Bill Belichick erst einmal einen Denkzettel verpasst bekommt, der sah sich sowas von getäuscht. Die Patriots boten nämlich einen blutleeren Auftritt und starteten mit 3 Three-and-Outs. Detroit hingegen marschierte das Feld herunter und traf auch im Playcalling immer wieder die richtigen Entscheidungen. New England war in Sachen Passrush und Tackling enorm enttäuschend und ließ beim Thema Geschwindigkeit und Effizienz vieles vermissen. So scotten die Lions bei ihren ersten 3 Drives und übertrumpften die Gäste mit 231:0 in der ersten Halbzeit. Dass man nach einer derart einseitigen ersten Hälfte nur mit 10 Punkten führte, war auch auf enorm vorsichtige Entscheidungen bei 4 TH-Downs zurückzuführen. Die Patriots wurden durch eine schlimme Interception von Matthew Stafford 27:36 262 YDS 2 TD in beim ersten Drive im zweiten Durchgang wachgeküsst und verkürzten ihren Rückstand auf 3 Zähler. Die Defense jedoch konnte weiterhin keine Stops beitragen und Stafford fand nach einem herrlichen Play-Action-Fake Marvin Jones über in der Endzone. Detroits Arbeit in der Secondary war herausragend und so fand Tom Brady 14:26 133 YDS TD und selbst bei guter Protection keine Anspielstationen. Wie schon in der Vorwoche fanden die Patriots keine alternativen Anspielstationen zum intensiv gedeckten Rob Gronkowski, 5 TGTS 4 REC 51 YDS, da die Lions auch das Running Game auf das Feld brachten, kontrollierte man die Uhr. So hatten die Hausherren doppelt so lange den Ball in den Händen wie New England. Als Brady im Desperation-Mode dann auch noch von Darius Slay intercepted wurde, war die Sache für Detroit in den trockenen Tüchern. Patricia gewinnt Spiel 1 gegen den ehemaligen Mentor und New England muss sich über das uncharakteristische Auftreten ernsthafte Gedanken machen. Eine Niederlage gegen Miami in der kommenden Woche würde bedeuten, dass man schon 3 Spiele hinter den Dolphins wäre. Lions vs. Patriots, die wichtigsten Statistiken: Detroit Lions 1-2, New England Patriots 1-2, 26:10, 3:0, 10:3, 7:7, 6:0, Boxscore. Die Patriots in der ersten Halbzeit an Offense auf das Feld brachten, waren der schlechteste Wert eines Patriots-Teams seit der ersten Halbzeit gegen die New York Jets in Week 16 2014. Die Patriots haben in 4 der letzten 5 Spielen zur Halbzeit mit mindestens 10 Punkten zurückgelegen. Vorher ist dies nur in 4 von 55 Spielen passiert. Erstmals seit 2002 haben die Patriots 2 Spiele in Folge mit 2-stelligem Abstand verloren. Matthew Stafford hat in der All-Time-Passing-Yards-Liste wieder einen Platz gut gemacht. Er überholte Jim Kelly und steht nun auf Platz 26. Kerryon Johnson hat den Rushing-Fluch der Lions gebrochen. Der Rookie lief für und schaffte es damit, die individuelle 100-Yard-Rushing-Marke zu überwinden, was letztmals Reggie Bush 2013 für die Lions bewerkstelligen konnte. Seitdem hatten die Lions in 70 Spielen keinen Rusher mehr, dem dies gelang. Der Star des Spiels, Frank Ragnow, Detroit Lions, der Rookie O-Liner, dominierte in der Line und war ein ausschlaggebender Faktor, warum die Lions auch immer wieder mit Inside Runs Erfolg hatten. Die O-Line der Lions gewann das Duell in den Trenches glasklar und erlaubte so gut wie gar keinen Druck.
Ragnow spielte dabei fehlerfrei und setzte seine Physis immer wieder derart überzeugend ein, dass sich gegnerische Linemen immer wieder vom Boden aufraffen mussten. Der Flop des Spiels, Donza Hightower, New England Patriots. Aus der Defensive der Patriots hätten sich hier so einige Namen nennen lassen. Donza Hightower allerdings hat sich durch ganz schlechtes Verhalten im Tackling am stärksten darum beworben. Der Linebacker wirkte enorm langsam auf den Beinen und verpasste so sichere Tacklings. Auch in Coverage-Aufgaben kam 28-Jährige immer wieder zu spät. Wie schon im Vorjahr wirkt die Patriots die Fans im ersten Saisonviertel noch nicht auf der Höhe. Analyse Lions vs. Patriots, die Taktiktafel. Die Lions präsentierten sich mit einem erfrischenden Gesicht auf der offensiven Seite und bereiteten den Patriots durch ihre Designs zu Beginn der Partie allerhand Probleme. Immer wieder wurden Pässe aus Formationen mit Lagerette blauend gespielt und dann gelaufen, wenn Kerryon Johnson auf dem Feld war. Trotz einer dominanten ersten Halbzeit führten die Lions nur mit 10 Punkten. Gerade vom langjährigen Patriots-Assistent Patricia hätte man sich hier etwas mehr Mut zum Risiko gewünscht, doch die Lions trauten sich bei Fourth and Short nicht dafür zu gehen. Und die Patriots mit Field Goals zu schlagen, schafft man normalerweise in den seltensten Fällen. Die Secondary der Lions hatte die Patriots Receiver vollkommen im Griff. Rob Gronkowski wurde durch Double Teams stark eingeschränkt und die Coverage hielt selbst dann, wenn Brady sehr lange Zeit bekam, um auf Separation zu warten. Hier braucht New England sehr schnell Alternativen zu Gronkowski. Josh Gordon war für die Partie noch nicht fit genug, während Julian Edelman in Week 5 zurückkommt. Werbung, Werbung.